Hallo YouTube, heute möchte ich euch mal was ganz Besonderes zeigen. Viele der zivilen Bewohner von Altes haben sich schon immer mal gefragt, wie die Cops eigentlich zu ihren Rängen kommen. Heute biete ich euch die einmalige Gelegenheit, mich auf diesem wöchentlichen Ritual einmal zu begleiten und etwas zu sehen, was kaum ein anderer Außenstehender vor euch gesehen hat. Viel Spaß! Street. Ja. Kameraden, ich grüße Sie. Stehen Sie bequem. So, meine Herren. Wie Sie wissen, hat wieder einen Grund, warum wir uns hier versammelt haben. Heute mal an einem anderen Schauplatz. Ich hoffe, Sie wissen warum. Ich denke, Sie wissen warum. Und Sie sind ja wie immer bestimmt sehr begierig auf diesen Tag, ja? Ich will ein Ja, Sir hören. Buddy joined your channel. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Wer lacht hier? Verstanden. Sofort vortreten. Aber sofort. Niemand ja, Sir? Mann, was ein Haufen. Na gut. Bitte, bist du hier? Ich bin hier. Erzähl, wer ist der Erste? Botti. Officer. Gut. Schöne Worte. Es stehen wieder eine schuldige Punkte an, ja? Die schönen Punkte, die anstehen, äußern sich wie immer darin, was dürft ihr, meine Helden der Straße, und was dürft ihr nicht. Und wer darf was und wer darf was nicht. Einige von euch dürfen ab heute wieder ein wenig mehr. Im Vorfeld möchte ich sagen, natürlich sind wir stolz auf euch alle. Ohne euch wäre die APD nicht die APD. Und ohne euch wären die Straßen von Altes nicht so sicher, wie sie sind. Und ich möchte meinen, seitdem wir eine so mannesstarke Polizei haben, ja, sind die Straßen verdammt sicher geworden. Ich denke mal, alle hier anwesenden Hochrangigen sind sehr stolz auf euch, genauso wie ich natürlich. Aber kommen wir zu dem angenehmen Teil. Rekrut Shorty, vortreten. Aber flott, zack, 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 zack. Commander? Shorty, wie lange sitzt du schon bei uns jetzt? Jetzt die vierte Woche. Die vierte Woche? Was halten Sie von der APD und von Ihrem Dienst bei der APD? Ich finde, es ist eine Ehre, hier dienen zu dürfen mit diesen großartigen Kollegen, und ja, es ist mir eine Freude, daran teilzuhaben, die Straßen hier auf Altes sicher zu machen. Das hört sich schon mal gut an. Und wie schätzen Sie sich selbst ein in Bezug auf den Dienst bei der APD? Ich würde sagen, dass mein Umgang im normalen Streifendienst und am Dienste der Bevölkerung von Altes mittlerweile ein sicherer ist, und ich dennoch aber Verbesserungspotenzial sehe hinsichtlich unübersichtlichen Krisensituationen und der Kommunikation. Herr Shorty, es ist noch kein Commander vom Himmel gefallen. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Sie auf einem guten Weg sind, ja? Wie stellen Sie sich denn Ihre Zukunft vor beim APD? Ich denke, dass
ich das Potenzial entwickeln kann, beziehungsweise vielleicht auch teilweise schon habe, gewisse Führungspunkte oder Führungsaufgaben zu übernehmen. Natürlich am Anfang im kleinen Stil, Einsatzleitung vielleicht bei Themen wie Überfällen, Ähnlichem, später vielleicht auch größeren Aktionen. Ja, das hört sich schon mal gut an, ja. Und ich kann dir versprechen und schon mal, ich sage mal in weiser Voraussicht sagen, Potenzial für diese Aufgaben bringen Sie definitiv mit. Schaut ihr, was meinen Sie, warum stehen Sie hier vor mir? Vermutlich, weil Sie vorhaben, ja, mich zum Officer zu befördern. Zumindest klingen Sie danach. Wollen wir mal nicht groß rumreden, Shorty. Sie haben sich natürlich in Ihrer Zeit als Rekrut bewährt, ja? Und Sie haben sich vor uns auch als ein wertvolles Mitglied des APD erwiesen, ja? Und genau aus diesem Grund verleihen wir Ihnen hiermit den Rang des Officers. Ich hoffe, Sie machen Ihren Job alle Ehre. Sie sind ab nun vollwertiger Cop. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und zurück in die Reihe. So, nächster ist Buchi. Officer, also zum Officer. So, meine Damen und Herren. Rekrut Buchi, treten Sie vor. Aber flott, flott. Weiter vor, weiter vor. Kommen Sie her zu mir. Damit auch jeder Sie begutachten kann, ja? Vorbildlich tragen Sie Ihre Mütze. Ja. Buchi, erzählen Sie mal, wie lange sind Sie jetzt schon bei uns? Seit genau 3 Wochen und 3 Tagen, Kommander. Vorbildlich? So gefällt mir das. 3 Wochen, 3 Tage. Mensch, Mensch. Was haben Sie dieser Zeit gelernt bei uns? Sehr, sehr vieles. Und ich bin bereit, dieses weiter umzusetzen, dazu zu lernen und neue Rekruten weiterzugeben. Ah, haben Sie dies in der Vergangenheit schon getan? Ihr Wissen weitergeben? Das habe ich in der Tat. Was lieben Sie an Ihrem Job? Den Umgang mit verschiedensten Arten von Bürgern und meinen netten Kollegen. Jeden Tag neue Aufgaben und neue Sachen hinzulernen, die man umsetzen kann. Aha, aha. Sehr schön. Und wir sind natürlich auch nicht blind und sehen, dass Sie die Sachen, die Sie aufschnappen und aufnehmen und die Ihnen beigebracht werden von den zuständigen Officers, auch umsetzen. Darauf sind wir sehr stolz. Wir mögen es, wenn Leute den Willen haben, sich zu verbessern und sich, ich sage mal, ihren Horizont zu erweitern. Ja? Und auch wenn es für manche andere blöd klingen mag, ja, für die vielleicht die Cops ein Haufen schießen, ein großer Verein voller Schießwütiger sind, Sie wissen und ich weiß und ich denke mal auch unsere Kollegen wissen vor allem, dass es sich um viel mehr dreht als nur das Rumgeballer. Und das haben Sie begriffen. Buchi, aus diesen Gründen und noch viel mehr verleihen wir Ihnen auch den Rang des Officers. Auch Sie sind ab jetzt ein vollwertiger Kopf. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Commander. Und ab in die Reihen. Danach Joey. Tja. So läuft das bei uns, meine Herren, ja? Ich finde es übrigens sehr schön, wie sie alle stramm in der Reihe stehen. Gefällt mir. Joe, vortreten! Jawohl, Commander. Commander. Ich melde mich für befohlen. Sehr schön. Joe, wie lange sind Sie schon bei uns? Seit exakt 3 Wochen, 3 Tagen, 19 Stunden, Sir. Aha, na, dann guckt ihr mal auf die Uhr. Sehr schön. Wie schätzen Sie sich denn selbst ein? Hm? Naja. Prinzipiell versuche ich als Vorbildfunktion vorzugehen oder hervorzustechen. Versuche meinen Kameraden zu helfen, sowie den Bürgern von Altis und das Gesetz von Altis zu verkörpern.
Dementsprechend würde ich sagen, eigentlich sehr gut. Ja, was ist los? Aha. Versuchen Sie dies nur, oder schaffen Sie dies auch? Was meinen Sie? Warum lachst du? Ich gehe davon aus, dass ich dies schaffe. Eine Bestätigung von weiter oben erfahre ich jeden Tag, einfach dadurch, dass ich mit ausgebildeten, hochrangigen Cops zusammenarbeiten darf. Ah, da möchte ich Ihnen nicht widersprechen. Joey. Sie sind nicht nur ein guter Schütze mit dem Taser. Sie haben auch einen sehr schönen Umgang mit der zivilen Bevölkerung. Sie rasten nicht aus, sie bleiben bei der Sache. Und sie vertreten das Gesetz, so wie wir das von ihnen wünschen. Auch ihnen verleihen wir aus diesem Grund den Rang des Officers. Ab jetzt sind sie ein vollwertiger Cop. Herzlichen Glückwunsch. Sorry. Jawohl, danke, Sir. Und ab in die Reihe mit ihnen. Verstanden. Flow, vortreten. Hallöchen, Rekrut Flow. Buddy left your channel. Commander. Flow, Anwesenheit LPD, erzählen Sie. Das ist meine fünfte Woche, Commander. Ihre fünfte Woche? Jawohl. Die in Altes geltende Geschwindigkeitsbegrenzung bitte. Sofort. Innerorts 50 km/h, auf geteerten Straßen 100 km/h, auf dem Highway 130 km/h. Vorbildlich. Flo, Sie haben eine lange Zeit als Rekrut bewacht, richtig? Jawohl, Commander. Anfangs hatten wir unsere Schwierigkeiten miteinander. Aber ich möchte meinen, die Zeit hat sich gelohnt. Wie sehen Sie das? Ich bin ganz Ihrer Meinung, Commander. Meinen Sie, Sie haben sich vernünftig in den Dienst des APD eingegliedert? Meiner Meinung nach sehr gut, Commander. Nicht nur Ihrer Meinung nach, auch unserer Meinung nach, ja? Auch Sie haben langsam begriffen, wie man sich als Cop zu verhalten hat. Sie machen dem APD, genau wie jeder andere hier, eine Menge Ehre. Sie können sich mit dem Gesetzbuch auseinandersetzen, wissen dieses zu nutzen, für unseren Vorteil und für den Vorteil des Staates Altes. Genauso wie mit der Bußgeldliste, ja. Natürlich sind das nicht die einzigen Qualitäten, die Sie als Cop vorweisen. Dazu gehört ebenfalls ein guter Umgang mit der zivilen Bevölkerung, mit Ihren Kollegen und natürlich auch mit unseren Werkzeugen, den Waffen. Aus diesem Grund gewähren wir Ihnen das Recht, scharfe Waffen tragen zu können. Und dieses Recht gewähren wir Ihnen in der Form der Beförderung zum Officer. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ab jetzt vollwertiger Cop. Vielen Dank, Commander. Gern geschehen. Wegtreten. Warrant Officer Lago, aber flott. Warrant Officer. Begrüße Sie. Commander? Ja, ich Sie auch. Ja, das will ich doch hoffen. Lago, Sie sind einer der wenigen Warrant Officers, ja? Die sich in Ihrer... Wie lange sind Sie schon beim APD? Seit dem 13. März. Ah, ja, ja. Die, sind, die sich in Ihrer verhältnismäßig kurzen Zeit, die sich mittlerweile bewähren durften, so weit bewährt haben, dass wir... die Verantwortung und die Macht in ihren Schoß legen, ein solches Schmuckstück an Waffe zu tragen, wie sie es gerade tun. Ja? Ja, positiv. Ich hoffe, dessen sind Sie sich bewusst, mein Freund.
Bin sehr geehrt. Weiterhin gehört sie zu dem Einsatzteam SWAT, ja? Ich glaube auch dieses hält große Stücke auf sie. Wenn ich den Captain Mo frage. Captain Mo, was halten Sie von dem Lago? Beste Scharfschütze auf ganz Altes, Commander. So verstanden und bestätigt. Lago, Sie haben selbst gehört. Aber meiner Meinung nach schmuckt es sich nicht. Ja, ich muss mich bedanken natürlich dafür. Ja, das hoffe ich doch. Aber meiner Meinung nach schmuckt es sich wirklich nicht, für einen Warrant Officer mit so einem Gerät rumzurennen, ja. Das sieht doch ein wenig, ich sage mal, unverhältnismäßig aus für Ihren Rang. Wie sehen Sie das? Ah, ich bin ganz zufrieden mit dem Gerät. Oh, dass Sie damit zufrieden sind, glaube ich auch. Aufnahme? Ja. Mhm. Lago, Sie können nicht nur gut umgehen mit dem Snipergewehr, ja? Sie sind ebenfalls ein ruhiger, besonnener Mensch, den ich persönlich noch niemals ausrasten sehen habe, ja? Den ich noch niemals überspitzt reagieren sehen habe. Sie können sich artikulieren, Sie können auch, wenn Sie die meiste Zeit auf irgendeinem Hügel in irgendeinem kleinen Kaff liegen und Leute für uns ausknipsen, vernünftig mit den Bürgern Altes artikulieren. Und auch diese hassen sie mittlerweile nicht. Das finde ich gut. Trotz ihrer Tätigkeit. Aus all diesen Gründen und noch vielen mehr. Beidseitig. Ja, aus all diesen Gründen und noch viel mehr. Fördern wir sie heute zum Rang Second Sergeant. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Vielen Dank, Commander. Sie wissen, dass dies der Antritt in eine höher gestellte Laufbahn ist, ja? Ich hoffe, Sie erweisen uns alle Ehre. Treten Sie zurück. Vielen Dank. Jetzt als letztes Phil, das gleiche, auch zum Second Sergeant. Warrant Officer Phil, sofort ran hier! Ich begrüße Sie. Zum Dienst, Commander. So höre ich das gerne. Phil, erzählen Sie mal, wie lange beglücken Sie uns schon mit Ihrer Anwesenheit beim APD? Ich habe den Dienst mit Lago begonnen. Aha. Sehr interessant. Was tragen Sie denn da für ein Schmuckstück an Waffe? NMX, ich muss ja nichts kompensieren, wie manch andere Kollegen. Ich hoffe, das war keine Anspielung auf mich, mein Freund. Nein, Sie sind natürlich nicht damit gemeint. Sonst muss ich mir doch noch über ein paar Degradierungen hier Gedanken machen heute. Ich hoffe, das wollen Sie nicht. Wollen Sie dies? Nein, Entschuldigung. Ah, gut reagiert. So, Phil, wie schätzen Sie Ihren Dienst beim APD ein? Ja, ich mache eher Streifendienst und eher das Zwischenmenschliche steht bei mir an erster Stelle. Ja. Jedenfalls bin ich Anwärter beim DEA, was mir auch sehr viel Spaß bereitet hat bis jetzt. Ja, das begrüße ich, diese Einstellung. Wie sehen Sie sich ganz speziell selbst beim APD und Ihre zukünftige Laufbahn? Ich würde gerne Öffentlichkeitsarbeit machen. Also, wie gesagt, zwischenmenschliche Aufgaben übernehmen, Rekruten, also Ausbildung übernehme ich oft von Rekruten. So im Streifendienst, sage ihnen viele Tipps und so weiter. Ich glaube, das liegt mir ganz gut. Ja, das liegt Ihnen wirklich sehr gut. Haben Sie höhere Ziele? Sicherlich. Die da wären? Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, vielleicht Verwaltungsaufgaben zu übernehmen, habe ich schon sehr viel Erfahrung damit sammeln können, auf anderen Ebenen, und würde das hier gerne fortsetzen. Soll das jetzt heißen, dass Sie ins Büro möchten, mein Freund? Ich übernehme jede Aufgabe, die Sie wollen, Commander. Das war die richtige Antwort. Und am Schreibtisch. Das war auch mein erster Gedanke.
Phil. Ich habe nicht nur unter Ihren Kollegen, oder besser gesagt von Ihren Kollegen, oder den hochrangigen Kollegen, Gutes über Sie gehört, sondern auch aus der allgemeinen Bevölkerung, ja? Die Menschen mögen Sie. So. Das freut mich zu hören, Commander. Solche Leute brauchen wir beim APD. Haben Sie das gehört, Kollegen? Die Menschen mögen Phil. Wir wollen, dass die Menschen uns mögen. Denn Menschen, die uns nicht mögen, werden zu Rebellen. Und Rebellen hassen wir. Phil! Commander! Wen hassen wir? Rebellen! Sehr schön. So, Phil. Damit die zivile Bevölkerung merkt, dass auch wir sie mögen, ja? Und dass wir auch wir ihre Dienste schätzen. Verleihen wir mit sofortiger Wirkung den Rang des Sergeant Second Class. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im gehobenen Dienst. Vielen Dank, Commander. So, wegtreten. So, meine Herren. In letzter Zeit habe ich gemerkt, ja, dass sich viele von ihnen krank gemeldet haben. Ja. Wegen kleineren Wehwehchen sind sie lieber am Strand spielen gegangen, als ihren Kopfdienst bei uns zu erfüllen. Ich hasse kleine Wehwehchen. Ja. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass sie alle wertvolle Mitglieder sind bei uns. Und egal wer wie oft anwesend ist und seinen Dienst hier schiebt, ohne sie alle ausnahmslos wäre das APD nicht das, was es ist. Und ich möchte betonen, von allen Inselstaaten ist das APD, das alte Police Department, das mit Abstand erfolgreichste, was wir haben. Meine Herren, wir sind stolz auf Sie. Auf Sie alle. Aber Sie alle haben, und das wäre schlimm, wenn Sie es nicht hätten, Potenzial, sich zu verbessern. Ich denke mal, da bin ich mit der Führungsriege, sprich mit meinen Kollegen, komplett einer Meinung, dass wir Sie in jeglicher Art und Weise unterstützen wollen. Wenn Sie es dann auch wollen. Also auch an die, die heute keine Beförderung abgekrascht haben, ja? Der Topf ist noch lange nicht leer. Und wir hoffen drauf und wollen sie alle an der Spitze sehen, ja? Wir stellen hier nicht irgendwen ein, wir stellen nur die Creme de la Creme ein, ja? Sie mögen vielleicht ein, zwei Dutzend sein, aber sie sind ein, zwei Dutzend von Hunderten. Seien Sie sich dessen bewusst, werden Sie sich dessen bewusst und halten Sie dies immer in Ihrem Bewusstsein. Sie sind die Guten, meine Herren. Sie sind die Guten.